Carol war in der Sonne, hier unten an Aare mit ihrem neuen Krimi und sich gar nicht geachtet, wie jemand näher sie kam. Sorry, rauchst du? Hast du mir einen Sigi? Ich rauche eben eigentlich gar nicht mehr. Ja, vor 2 Monaten habe ich aufgehört. Das wäre jetzt eigentlich die erste wieder. Braucht schon unglaubliche Disziplin irgendwie. Es gibt so viele Situationen, wo man denkt, jetzt ein Sigi wäre das Beste und so. Ja, seit du in der Stadt bist, also fällt es mir eigentlich ziemlich schwer, weil es viel mehr Situationen gibt, wo man unsicher ist und so. Wo es gut ist, wenn man etwas in der Hand hat und ja. Weiss nicht, hast du schon mal aufgehört zu rauchen? Ja. Sorry. Ja. Aber vorher, als ich halt schon ich mit 13 Jahren angefangen habe, und auf dem Land gehört so dazu, ist ein Töffli, fast an rauchen und dann, wie es so ist. Ja, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Also. Hey, ich war wirklich sehr stark. Ich bin eben Bauer, also jetzt bin gerade ein Jahr in der Stadt. Ich musste einfach mal weg müssen von diesem hohen Land. Ich habe immer die gleichen 3 Geringe gesehen, dass ich also einfach nicht mehr ausgehalten habe. Mal in die Stadt wollen, ein bisschen. Ja, ich kann jetzt nicht vermehrt ein Buch lesen. Ja, aber sonst... Also beruflich habe ich halt mehr mit Kühen und Hühnern zu tun, das ist ja klar. Das ist nicht so mit ins Gespräch kommen, ist halt nicht so meine Stärke. Also. Ja, jetzt wohne ich in der Stadt ein Jahr und ich habe irgendwie gemerkt, es ist gar nicht so einfach. Ich kann nicht einfach ein bisschen für mich sein. Ja, also. Was soll man denn machen, wenn man jemanden lernen will, kennen? Ja, aber ich würde euch gerne für mich ein Buch lesen, sorry. Wie soll man denn das machen? Also, wie soll ich mich denn noch anbiedern hier? Ich meine, ja, ist doch eine günstige Gelegenheit. Zigaretten, du rauchst eine, wir rauchen zusammen Zigaretten, reden schnell ein paar Sätze. Also, sicher nicht jetzt der ich weiß nicht, wie du das machst, ja. Aber ja, das scheint der Stadt... Sie sind alle so reserviert, das wollte ich gar nicht mehr jemanden lernen kennen. Das kennen sich ja alle schon. Ich meine, ich bin erst ein Jahr hier, bin darauf angewiesen, dass ich Leute lernen kenne. Für das bin ich überhaupt in die Stadt gekommen. Ich weiss nicht, wie das für dich ist, wenn du mal jemanden möchtest lernen kennen. Irgendwie musst du dich ansprechen. Also, ja, kann ich jetzt nicht einfach das Buch für mich lesen? Oh, aber ich hocke jetzt einfach daher. Ja, vielleicht kannst du dir dann mal überlegen, wenn du das Buch fertig gelesen hast, wie das ist. Für jemand anderes. Sorry, hättest du mir noch Zigaretten? Ist doch nicht so schwer.